Seit wenigen Tagen sind, Corona sei Dank, auch erstmals Pedelec-Streifen auf den Radwegen der Region unterwegs. Erwin Weiß und Sabine Hönninger sind normalerweise für die Jugendverkehrsschule zuständig. Jetzt sind sie eben mit dem Dienstfahrrad anzutreffen. Ja, also der Gedanke kam bei uns beiden während unserer Streifentätigkeit in der Corona-Zeit auf. Wir haben die Kollegen von Revier unterstützt mit unseren Streifen und haben dann festgestellt, neben den vielen Joggern, die in dem Lockdown unterwegs waren, dass auch immer mehr Radfahrer auf den Radwegen unterwegs waren. Natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, unsere Kinder, die wir in den Jugendverkehrsschulen beschulen, auch unterwegs waren und haben gemerkt, da könnte doch Bedarf sein, dass wir auch da tatsächlich mal präsent sind. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Diesem Motto wollen die rund 30 Mitarbeiter aus dem Bereich Prävention an den vier Standorten Heilbronn, Künzelsau, Moosbach und Tauberbischofsheim auch in Corona-Zeiten gerecht werden. Jetzt eben auch auf dem Zweirad. Ja, oftmals wird natürlich ganz klar um Auskunft gefragt. Wenn schon mal die Polizei da ist, dann fragt man, ob man auf der richtigen Strecke ist, welche Möglichkeiten zum Übernachten es gibt, ob Fahrradwerkstätten sich in der Nähe befinden. Oder natürlich auch wird oftmals gefragt, welche Hilfsmittel es gibt, Fahrräder entsprechend vor Diebstahl zu schützen. Also die ganze Palette, die in der Richtung unterwegs auftreten kann. Entschuldigung, würden Sie bitte absteigen, ist eine Fußgängerzone? Ja, also zum Beispiel einmal hatten wir einen Fall unterwegs, wo sich ein Schaf im Elektrozaun verheddert hatte. Und da konnte ich natürlich nicht zugucken, bis der Besitzer kommt. Und dann haben wir das kurzerhand gerettet, den Elektrozaun, also den abgestellt und dann rausgeholt. Zum Glück kam dann aber auch der Besitzer und hat dann noch mitgeholfen. Und ja, das sind dann so Sachen, da rechnet man eigentlich nicht mit, aber die können auch passieren. Die Beamten wollen Vertrauen aufbauen und sensibilisieren, um die Polizei als wertvollen Partner des Alltags zu sehen und zu akzeptieren. Tatsächlich dauert es während unserer Dreharbeiten stets nur wenige Minuten, bis sich das nächste Gespräch ergeben hat. Die Leute sind sehr überrascht, insbesondere die Radtouris, dass die Polizei sich auch auf Fahrrädern unterwegs auf die Radwege begibt. Aber es wird auch sehr, sehr dankbar angenommen. Und das positive Zeichen oftmals ist dieser hochgestreckte Daumen, das Lächeln im Gesicht. Und das ist natürlich die beste Rückmeldung, wie man sich überhaupt wünschen kann in der Situation. 2019 sind im Main-Tauber-Kreis über 400 Präventionsveranstaltungen durchgeführt worden, bei denen mehr als 10.000 Personen direkt angesprochen wurden. Rein rechnerisch ist also jeder 13. Einwohner des Landkreises erreicht worden. Auch deshalb soll die Präventionsarbeit schnellstmöglich wieder aufgenommen werden.